Als nächster zu Wort kommt der Wiener Mikko Machetti. Er ist Studenten- und Schülersprecher der ÖVP. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzter Herr Bundesminister, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich möchte mal gleich auf die aktuelle Situation jetzt an den Universitäten eingehen, weil die Kollegin Kunzel gemeint hat, es ist so katastrophal an den Unis. Also das stimmt ganz einfach nicht. Es ist eine schwierige Situation, die, glaube ich, auch die Studierenden und auch die in der Verwaltung Tätigen wirklich gut gemeistert haben. Die Prüfungsaktivität, der Minister hat es gesagt, gestiegen. Die Studienanfänger, die Anzahl, gestiegen. Die Abschlüsse an Universitäten sind in diesem Wintersemester gestiegen, an der Uni Wien sogar um 10%. Also ich glaube, es ist wirklich auch an der Zeit, Danke zu sagen an die Studierenden, die trotz der schwierigen Bedingungen die Zeit, die sie haben, genutzt haben an den Universitäten und weitergekommen sind und Unis auch entsprechende Angebote gestellt haben. Ich bin sehr froh, dass wir heute zumindest in großer Einigkeit auch das Eintrittstesten für die Universitäten beschließen. Ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn und ist eine große Erleichterung. Auch, dass Sie sagen, die UG-Novelle ist in der aktuellen Situation einer Erschwernis. Sie tritt erst 2022/23 in Kraft. Auch das stimmt nicht. Also ich habe überhaupt das Gefühl, wenn man mit dem Phrasenmäher über Ihre Kritik drüber geht, bleibt da eigentlich nicht mehr viel Substanz übrig. Und das finde ich sehr, sehr schade, dass wir bei so einer wichtigen Sache wie den Universitäten nicht sachlich zusammenarbeiten können. Die Kollegin von NEOS hat gesagt, das ist kein großer Wurf. Dann schlage ich vor, zoomen wir mal raus auf die Aktivitäten der letzten Jahre und setzen die Bausteine zusammen. Wir haben 2018 die Universitätsfinanzierung neu beschlossen. Ganz komplette neue Finanzierung mit neuen Indikatoren, viel besser steuerbar, war ein großer Schritt. Wir haben die Studienbeihilfe erhöht, wir haben die Zuverdienstgrenzen bei den Beihilfen erhöht, für berufstätige Studierende Erleichterungen geschaffen und jetzt mit der UG-Novelle auch noch geschaut, dass das Geld und nicht nur gut gesteuert auch an Universitäten ankommt, sondern wirklich bei den Studierenden ankommt, bei denen es brauchen, die auch an den Standorten studieren. Und ich glaube, wenn man diese drei Bausteine zusammensetzt, ist es sehr wohl ein großer Wurf. Und ich glaube, so gut wie jetzt sind die Universitäten auch mit dem größten Budget aller Zeiten noch nie dagestanden. Und da bin ich wirklich sehr, sehr froh, dass uns das gelungen ist. Ich glaube, davon profitieren wir alle. Und zum Prozess. Auch da wieder viel ungerechtfertigte Kritik. Ich glaube, der Prozess von der UG-Novelle war beispielhaft für viele andere, die noch kommen. Wir haben wirklich eine lange Begutachtungsfrist. Wir haben mit den Stakeholdern gesprochen. Also, dass der Minister dahingestellt wird als ein Begutachtungen fressendes Monster oder mir zum Beispiel jede Legitimität abgesprochen wird, bei der UG-Novelle die Interessen der Studierenden einzubringen, weil ich noch immer studiere, zeigt ja schon, da wird versucht, persönlich irgendwie zu kritisieren, weil es an der Sache anscheinend nicht sehr viel zu kritisieren gibt. Und ich glaube, wir sollten generell in der Politik uns selbst nicht so wichtig nehmen. Es ist doch vollkommen egal, wie der Minister persönlich ist oder wie ich persönlich mein Leben gestalte oder sonst irgendwer, der an einem Ding mitarbeitet. Ich glaube, mir ist nicht wichtig, dass wir Politiker irgendwie gut dastehen, sondern es ist wichtig, dass wir gute Gesetze beschließen. Und ich glaube, die UG-Novelle, der Minister hat es gesagt, ist ein gutes Gesetz. Wir haben auch noch die 600 Stellungnahmen, die eingelangt sind, abgearbeitet und viele davon eingearbeitet. Das ist die UG-Novelle nach der Begutachtung eine andere als davor. Wir haben wirklich Leute eingebunden und ich glaube, uns ist ein guter Mix gelungen aus den verschiedenen Interessen und ich bin sehr, sehr froh, dass wir diese UG-Novelle heute beschließen. Und zum Schluss möchte ich noch sagen, die ÖH-Wahl ist vom 18. bis 20. Mai. Ist leider meine Wahl, wo es mit der Wahlbeteiligung nicht so prickelnd ausschaut. Deswegen möchte ich auch hier an dieser Stelle Werbung machen. Bitte geht zur Wahl, ihr könnt es auch per Brief wählen. 18. bis 20. Mai. Ich glaube, es tut sehr gut, ob man jetzt Kritiker dieser UG-Novelle ist oder Unterstützer. Ich glaube, beides ist ein Grund, zur Wahl zu gehen. Und deswegen bitte nehmt es auch in Anspruch. Danke. Applaus